Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Schäfchen, bei Let's Pray Together, Diddy's Conquest, Folge Nummer 6. Wir sind in Kaowoods Reich. Und was erwartet uns denn da als erstes Level, verehrter Gastkommentatorin? Eisiger Abgrund, wie man hier schön sieht. Links im Hintergrund schön Donkey Kongs Kopf. Oh Gott, sie haben ihn enthauptet. Hier müssen wir erstmal rüberfliegen mit Dixie. Und den da wegschmeißen und dir die da hochschmeißen. Hier haben wir dann etwas Loot. Das ist eine Abkürzung übrigens. Das ist nicht der Muss-Weg. Und hier haben wir Siegfried, in den wir uns verwandeln. Was ist in diesem Wasser drin? Pilze. Oder goldene Dimensionsbananen. Ach komm. Also, das hätte durchaus noch klappen können. Jedenfalls müssen wir hier mit dem Kopf durch die Wand. Oder mit dem Schwert. Durch die Wand. Ich weiß gerade nicht, wie man diesen Körperteil nennt. Ja, und hier ist es ganz ratsam, kurz bevor ihr an den Wänden ankommt, Y loszulassen, damit ihr euch schnell genug wieder umdrehen könnt. Ja, sonst ist das zu behäbig. Dann schwimmt er nochmal gegen die Wand und dann muss man sich nur langsam drehen und dann kriegt man nicht genug Sterne zusammen. Und das wollt ihr nicht. Nee. Ihr wollt, dass das so wie hier aussieht. Ganz wunderherrlich nämlich. Die Kante war im Weg. Donkey Kong Kante? Ja, oh, das war blöd. Das war wirklich blöd, dass ich da so schön reingeschwommen bin. Vielleicht warst du auch nur ungeduldig, weil jetzt kommt ja gleich ein Partnerfass. Da ja, kann man sich ja das Glück durchaus erlauben. Die Puff-Tabs sollen sich mal nicht so aufspielen. Hier haben wir die DK-Münze mit genug Schmackes. Ja, Anlauf wäre ja falsch in dem Kontext. Den hier kann man ganz gut ausweichen. Die bewegen sich recht langsam und in festgelegten Bahnen. Ja. Yep. Da saßen wir kurz auf dem Trockenen. Ja, da kommt was, genau. Schon wieder so ein aufgeblasener Typ. Ja, hier lade ich vorsichtshalber diesen super Stich auf. Einfach um sicher zu gehen, dass ich nicht aus Versehen getroffen werde von diesen Schuris. Du meinst einfach nicht, nur, um dich ordentlich zu rächen. Ja, das auch. Hier nicht zu voreilig sein. Hier haben wir ein Bonuslevel und ein Leben. Und das kennen wir jetzt auch schon zur Genüge. Ja, die Kiss Deception. Nicht Matronia Kiste. Matronia ist, glaube ich, der eine Boss aus Twilight Princess von der Bergruine. Matruschka heißen die, ne? Diese Püppchen. Ja. Ich sage Wir sind etwas vom Thema abgekommen. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich habe da offensichtlich überhaupt nicht auf das Belohnungs-Item am Ende geachtet. Egal. Eine Banane, damit kann man auch sehr viel machen. Hier haben wir die Windhöhle und ihr seht schon die schönen Blätter da rumfliegen im Vordergrund. Das heißt, es gibt wieder Windspielereien, aber nicht nach links oder rechts, wie ihr seht, sondern nach oben. Ja. Da könnt ihr auch euren Flug verlangsamen oder beschleunigen, indem ihr runter oder hoch drückt. Ganz aber genau. Ihr könnt nicht wieder runter, wenn ihr erstmal fliegt. Ja. Dann gibt's kein Zurück mehr. Ey. Hier müsst ihr mit den Singers wirklich auf Tuchfühlung gehen an manchen Stellen, dass die Fühler von denen euch so sanft streicheln. Solange es nicht die Stacheln sind, die uns sanft streicheln, ist alles in Ordnung. Das wird auch noch passieren. Nur nicht so sanft.
Leider nicht. Bei diesen Crooks ist es gut, nach unten zu drücken und zu warten, bis die ihren Haken geschmissen haben und möglichst nah an sie ran zu schweben, sich möglichst nah an sie herantragen zu lassen. Hier haben wir dann schon den Modus operandi gesehen von versteckten Dingen in diesem Level, sich runterfallen lassen, um vom Wind unter Plattform getragen zu werden. Ganz genau. Und das ist nicht wirklich kompliziert. Einfach einen Massenmord an Libellen verüben. Und jetzt gibt's keine Libellen mehr im Donkey Kong Country. Dass du das auch noch mit Dixie machst, da kann ich selbst immer noch schlechter einschätzen, wie nah ich dran bin, als bei Didi, der da wenigstens sein Gesicht da vorne hat. Und halb runterfällt. Da haben wir sie, die Crooks. Wunderschön. Oh, Hecki. Da war ich Hecki. Ja. Hier einfach einen günstigen Moment abwarten und durch. Das Leben da nicht holen, um zu verhindern, dass der Wind wieder aus den Tiefen emporsteigt. Ja, das soll euch nur ködern, euch das Leben da schwer zu machen. Ja, also da ausnahmsweise mal den Drang zu looten unterdrücken und hier nach unten und nach rechts gedrückt halten, um an die Decay-Münze zu kommen. Ja, sonst würdet ihr euch nämlich sehr ärgern, wenn ihr hier rechts hinkommt und die seht und keinen Plan habt, wie ihr da bitte schön hinkommen sollt. Die machen wahrscheinlich auch so Schwänzeltänze wie Bienen, um sich gegenseitig Nachrichten zu überbringen. Die Nachricht lautet: Oh Gott, die Affen, sie kommen. Planet der Affen. Oh, das geht schief. Ja, das geht schief. Und direkt weiter. Noch mehr Singers. Die scheinen das hier irgendwie an sich gerissen zu haben, habe ich das Gefühl. Und noch mehr Tiere mit Stacheln. Hier, ihr seht's, erst langsam, dann schnell und möglichst nah dran. Denn der Haken braucht eine Weile, um zurückzukommen. Ja, der fliegt ja sogar teils aus dem Bild raus. Ja, das sehen wir später in dem Video auch noch was sehr Witziges, das kann ich euch schon mal versprechen. Den hier benutzen, um den da aus dem Weg zu räumen, um an das da zu kommen. Sehr eloquent. Ja. Ich weiß. Aber so ein Cutlass in so einem engen Gebiet ist ja auch mies. Ist ja auch die letzte Welt. Hier alle Sterne sammeln und aus. Ja, wir haben schon fast alle Krem-Münzen. Ja, 70 waren es gerade, glaube ich, ne? 65. Oder? Ach, 65. Aber und ist hier ja mit auch dem Wind, die letzte Welt. Mit dem Wind zum Ziel tragen lassen. Da ist es etwas schwierig, das Objekt am Ende zu kriegen, das man haben will. Ich achte da sowieso nicht so drauf. Ist ja keine Decay-Münze. Zum Glück, das wäre echt mies. So, da haben wir eine Kong-Schule, falls ihr nochmal das Inventar dort zählen wollt für später. Und das Quetschloss, ein sehr einladender Name, wie ich finde. Ja, und hier haben wir eine One-Monkey-Sneaking-Mission. Wir müssen K-Rools Schloss infiltrieren in Metal Gear Country. Und dann haben wir dann auch den Partner wieder, Call of Diddy. Jetzt haben wir den Veteranen und den Rookie. Ja. Und jetzt wird's plötzlich ein Rambi-Film. Ja. Ich glaube, K-Rools Schloss, Gemäuer, wie auch immer, ist in Wirklichkeit eine Opiumhöhle. Bei den ganzen Visionen, die man hier bekommt. Ja, ne? Der Raum bewegt sich. Der Boden steigt. Ganz genau. Und blau-rote Krokodile kommen aus den Wänden. Rambi macht das hier natürlich sehr viel angenehmer,
hier nach rechts springen, dann nach links und den Typen da aus dem Weg räumen. Alles andere stellt für Rambi ja eher nicht so ein großes Problem dar, wenn es keine roten Singers sind, vorausgesetzt. Hm. Aber das Level wird leider nicht so bleiben. Hier diesen Superstoß aufladen und durch die Wand, wieder mal. Ja, lasst euch dann nicht hochheben, müsst euch ein wenig beeilen. Mhm. Und hier müsst ihr die Singers töten, bevor sie den Boden berühren. Die kratzen nämlich auch ab, wenn sie den Boden berühren. Aber wenn das passiert, dann habt ihr es ja nicht gemacht und dann zählt es nicht für das Bonuslevel. Ja. Kleiner Tipp. Ja, hier müssen wir uns schon wieder von Rambi verabschieden, leider. Ja, Rambis müssen draußen bleiben. Aber wir können uns bestimmt neue Ausrüstung vor Ort beschaffen. Ja. So, hier muss man jetzt ein bisschen warten. Gab es da nicht irgendeine Kleinigkeit, wenn man nochmal runterspringt sogar? Ich glaube ja, ich glaube ein Buchstabe war da unten, hier wieder CQC verüben. Und hier ist das Speicherfass. Und da oben links haben wir einen Durchgang und wir verwandeln uns wieder. Und zwar in Squawks. Mit ihm können wir... Ja, das meinte ich nämlich vorhin. Da kam ein Haken aus dem Nichts angeflogen. Mit ihm können wir dem Boden etwas vorauseilen, vorausflattern und uns die Decay-Münze hier holen. Ja. Ein bisschen hängen bleiben. Ein bisschen rumrotzen. Eier spucken mit Raging Parrot. Den kotzt halt alles an. Deswegen kotzt er wiederum andere an. Ja. Hier lohnt es sich genau zu Diddy zu wechseln, weil er schneller ist und Schnelligkeit ist hier definitiv gefragt. Ja. Die Geschwindigkeit ist ja recht hoch und die Durchgänge werden jetzt immer schmaler, nachdem sie schon von 2 auf 1 runter sind in der Regel. Springen hilft hier auch, wie ihr es seht. Und es hilft auch zu wissen, wo die Durchgänge sind. Also das muss man eventuell ein bisschen üben vielleicht. Ja, ist ja nicht unüblich für Jump'n'Runs, dass man da die Level irgendwann in- und auswendig kennen muss. Gar nicht. Ich spiel's ja auch erst seit 19 Jahren. Ja, und gerade so reicht's natürlich dann für das Let's Play, ne, um mal alles zu zeigen. Ich fürchte, Dixie hat einen Krampf. Ja. Oder die übt Stepptanz. Die Musik hier ist übrigens auch wieder absolut großartig. Crook's March. Oh ja. Ja, hier einfach von einer Seite zur anderen laufen. Drüber springen, zurücklaufen. Gab schon einen Grund, warum sich die ganze Welt gefreut hat, als es hieß, dass David Wise für Tropical Freeze wieder den Soundtrack macht. Ja, hier schmeißt der Rechte zuerst, also erst rechts drüber springen, dann links, dann wieder rechts. Stell dir mal vor, die würden synchron schmeißen und nicht alternierend. Das wäre wirklich übel. Nochmal CQC. Hier einfach warten, bis der Boden ist für euch erledigt. Ja, die Drecksarbeit macht der selbstreinigende Boden. Das kennt man ja aus Videospielen. Auf jeden Fall. Hier könnte man jetzt mit dem Fass auch die Singer aus dem Weg räumen, um auf diesen Vorsprung zu gelangen. Aber, ja, Dixie, da ist das Ziel. Aber wenn man seinen Partner hat, kann man den auch da hochschmeißen und auf diesem Wege sich ein Leben holen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Hast du erst 70 davon? Das reicht nicht. Nee. Es ist nie genug. Ja, das wollte ich hören. Danke sehr. Erst wenn der Zähler nicht mehr hochgeht, ist es genug. Jetzt haben wir Kleppers Höhle. Ja. Und da müssen wir
unseren Partner direkt nach oben schmeißen und uns hier abbremsen. Deswegen nämlich in die Kammer nicht reinrollen. Mhm. Ein kleiner Hinweis, die Zähne haben etwas damit zu tun. Nein, Quatsch. Niemals. Ja, dort dann einfach aufpassen, dass man nicht runterrutscht. Genau. Eis ist nämlich rutschig. Nein. War es jemals anders in Videospielen oder im echten Leben? Hier nochmal nach oben für die Decay-Münze. Erstmal überhaupt nicht wissen, wo man ist, aber da ja. Direkt was verstecken. Danke, Rhea. Ja. Und wieder der gute Klepper. Diesmal macht er nicht Lava beschwimmbar, sondern er vereist das Wasser. Ja. Genau. Eine vollständige Eiswelt gibt es hier nicht, aber eben die 1-2 Eislevel in dieser Welt. Mhm. Und später kommt ja noch eins, obwohl... Das war dumm. Das war ein richtiger Schusselfehler. Da bin ich zu früh gesprungen. Ich glaube, da bringe ich gerade was durcheinander. Ist ja die letzte Welt, kann doch gar kein Eislevel nochmal kommen. Nein. Ich fand es auch ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Ja, der aufgeladene Stoß klappt hier sehr gut. Ich fand es auch ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, dass sie keine, der war sehr unaufmerksam, dass sie keine komplette Schneewelt hatten hier in dem Spiel. Ja, die im ersten Mal so schön mit diesem Blizzard, ne? Aber ich kann auch verstehen, warum sie mal was Neues ausprobieren wollten. So, hier haben wir rechts vor der Wand eine Banane. Wir alle wissen, was zu tun ist. Bam. Mit dem Schwertfischspitzending durch die Wand. Und jetzt ein wenig auf dem Trocknen liegen. Ah, wunderherrlich. Wie ein gespannter Pfeil durchs Wasser geflügt. Na. Ja, der musste erstmal ins Wasser und sich abkühlen. Da wir gerade beim Lebenszähler ja waren, der kann wirklich ab 99 nicht mehr anzeigen, aber er steigt dann noch weiter. Das heißt, wenn ihr 105 Leben habt und sterbt, dann wird oben die 99 einfach nochmal zu 99. Ja. Witzig, wie ich finde. Ja, dafür braucht man seinen Partner nicht. Das G hätte ich generell nicht gebraucht, weil ich das O und das N nicht mal habe. Aber es war da. Erreichbar. Oh. Hier müsst ihr sogar auch rutschen ab und an auf dieser eisigen Wasseroberfläche, auf dieser vereisten Wasseroberfläche. Hier in das Fass rein mit Dixie und ein bisschen Bananenfutter. Die beiden können Eislaufen-Date von der Liste streichen? Ja, sie waren schon im Freizeitpark, Eislaufen. Ja, nochmal vergewissert, dass wir alles haben. Kettenkletten. Großartig. Hat das eventuell was mit Ketten zu tun, dieses Nein. Hat auch überhaupt nichts mit Crook's March zu tun? Nein. So, da unten, am unteren Ende dieser Kette wäre das K gewesen. Das hole ich aber nicht. Weil wir es nicht brauchen. Was? Und diese Bananen holst du auch nicht? Nein. Muss ich mir jemand anders suchen? Ich fürchte ja. Ich bin eine Schande für Martin Luthers Kanal. Ganz genau. 100%ig. Überhaupt total spaßbefreit, diese Aussage. Hier etwas warten. Zu lange gewartet, aber egal. Auf Nummer sicher gehen. Den umbringen. Und den da oben auch umbringen. Und ihn in den Tod laufen lassen. Das ist immer schön. Also war das jetzt eine Sneaking-Mission oder bist du ein Auftragsmörder hier? Sag mal. Den umbringen. Und wofür? Für ein Bonus-Level. Ich habe vergessen, wofür ich eigentlich kämpfe. Ich bin keine Heldin. War es nie. Werde es nie sein. Sehr gut. Ja. Finde ich gut. Hier über die Singas springen. Wenn man Dixie hat, kann man auch sich ein bisschen mit den Haaren behelfen, aber es geht auch so. Was die wofür ein Shampoo nimmt? Hier hätten wir jetzt auswählen können, ob wir links oder rechts hoch wollen, ne? Mhm, genau. Ich kann euch allerdings nicht sagen, was auf der anderen Seite auf euch wartet, weil ich, keine Ahnung,
Da warst du vor 10 Jahren zuletzt mal in der Ecke. Ich hab mich auch gerade gefragt, ob ich überhaupt jemals da war. Auf der anderen Seite, hier gibt es ein Muster, wie ihr seht. Also nicht nur eins wahrscheinlich, aber dieses verwende ich, um sicher durch diese Horde von Singers zu kommen. Ja. Ihr könnt euch diesen Weg merken. Das klappt immer. Hier ist der mies versteckte Speicherpunkt. Da ist nichts Besonderes. Und hier gehe ich wieder nach rechts. Und jetzt müssen wir fliehen. Im Takt der Musik vor den Singers wegspringen. Und auch hier gibt es wieder einen Pfad. Nicht nur einen natürlich, aber den ich rausgefunden habe. Den erprobten? Genau, den von mir erprobten Pfad. Ist auch mal eine interessante Art Labyrinth. Man kann überall langlaufen, aber es ist nicht immer gesund. Und hier auf der Höhe der Banane einfach an die Wand springen. Warum nicht? Ich sehe auf jeden Fall einen Grund, warum man es nicht tun sollte. Die Decay-Münze. Ja, hier seht ihr ja die Kanonenkugeln, die rechts und links runterkommen, abwechselnd. Die erste kommt auch rechts, ne? Wrong! Wenn man hochklettert. Ich weiß es gerade nicht, kann sein. Aber ihr habt auf jeden Fall genug Zeit, um auszuweichen. Und dann danach auf dieser Höhe dahin zu springen und den Heim zu zahlen, denn die stehen vor einem Bonuseingang, Bonuslevel-Eingang. Dass man super leicht sieht. Total offensichtlich, dass da ein Eingang ist. Da war ich dann etwas verwirrt. Ja. Das lief nicht so wie geplant. Nein, leider nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Ein bisschen Spannung hier aufbauen, das war alles Absicht. Ich wollte es aufregend für euch gestalten. Und für dich selbst. Hier das gleiche wieder. Ein bisschen flüchten nach oben und dann nach unten flüchten. Die erstmal hochkommen lassen, genau. Und wieder nach oben flüchten. Ist das nicht toll? Flucht nach vorn. Super. Hier einfach durchklettern. Ich weiß nicht, wieso ich da angehalten habe. Das war blöd. Einfach durchklettern. Hier auch. Ja, die sind zu langsam für uns. Sogar wenn wir mit Dixie klettern. Hier definitiv schnell hochklettern. Den haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht gesehen. Diesen schwarzen Klobber. Der klaut euch Leben, wenn der euch anrempelt. Damn, damn, damn. Ihr steckt keinen Hit ein wie bei dem Roten. Der klaut euch buchstäblich euer Leben. Der klaut euch Ballons. Rote Ballons, Gott sei Dank nur. Jedes Mal, wenn er euch anrempelt. Und der kann ganz schön schnell sein. Giftgemäuer haben wir als nächstes. Ihr seht das nicht, wir nicken gerade vielsagend. Und warum dieses Level Giftgemäuer heißt, muss man, glaube ich, an dieser Stelle nicht weiter erklären. Ach, meinst du, diese grüne Suppe ist giftig? Nein, das ist bestimmt ein Energy Drink. So, das ist ja das letzte Level der Welt 6 und man sieht, die Infiltrationsmission hat uns den ultimativen Soldaten gemacht, der S3-Plan. Hat Früchte getragen, wir sind jetzt Solid Snake. Das war Absicht, wie ihr seht. Ja, da ist die Decay-Münze. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Das war jetzt irgendwie überflüssig, dass ich das gesagt habe. Und hier kann es sehr, sehr, sehr essentiell und nützlich sein, den Springknopf gedrückt zu halten. Wenn ihr von solchen Viechern immer wieder abspringen müsst, ohne Boden unter eurem Schwänzchen zu haben. Lasst euch nicht allzu kirre machen, wie hier zum Beispiel. Lasst euch nicht allzu kirre machen von dieser steigenden Giftsuppe. Ich kann es leider selbst nicht immer so für mich bewahren, die Ruhe, die da gefordert ist, aber versucht es irgendwie einfach. Aber leider müsst ihr euch doch schon ziemlich beeilen. Ja. So. Hier mit Squawks dann auch versuchen, das richtige Maß an
Schnelligkeit und Ruhe zu finden. Mit Squawk seid ihr, wow, zum Glück etwas schneller als mit Radley. Ja. Da könnt ihr dem Gift schon etwas flotter entkommen. Und man hat nicht ständig die Gefahr, mit einem falschen Sprung wieder in die Suppe runterzufallen. Jetzt sind wir also wieder Raging Parrot. Ganz genau. Die ganze Welt kotzt uns an, deswegen ja. Lassen wir unseren Zorn die Singers spüren. Ouch. Die war aber auch resistent, dieses elende Scheißvieh. Entschuldigung. Bitte nicht nachmachen, diese Wortwahl. Außer wenn ihr allein seid. Oder mit guten Freunden zusammen. Ja. Hier haben wir ein Bonus-Level. Yay. Und das ist auch sehr praktisch, dieses Bonus-Level mitzunehmen. Nicht nur, weil man die Cram-Münze braucht, sondern auch, weil es eine Abkürzung darstellt gleichzeitig. Und außerdem sind wir jetzt Praying Spider. Also, ne, ganz auch genau. Praying ordentlich. Ja. Hier halte ich es für besser zu springen und das Netz aufzuspannen, als zu schießen und dabei den Lauf des Netzes mit dem Steuerkreuz zu beeinflussen. Das geht nicht annähernd so schnell. Ja, gerade wenn man auf Original-Hardware spielt, ne, mit so einem Digi-Kreuz diagonal, ist immer wahnsinnig spaßig. Und jetzt hier schön in die Giftsuppe springen, das wär's doch. Ja, noch schön in der Kette sich so runterlassen in die Giftsuppe am besten. Nee, wir machen lieber ein Solo. Und gehen zur Power Show, zur Shower Po, Po unter der Dusche. Mal sehen, was das gibt. Ob wir hier einen nassen Nachtschmerz zu Gesicht bekommen. Fanfaren und? Oh, leider kein Dichter unter der Dusche. Aber Donkey Kong. Yay. Den wir gerettet haben. Oh nein. Oh. Fischen nailed. Ja. Und das war das Reich. Ob wir irgendwie auf dieses Luftschiff kommen, auf das K. Rool gerade klettert, sehen wir nächstes Mal. Wir verabschieden uns mit dieser schönen Psychomucke. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen. Ja, bis bald, meine lieben Schäfchen. Gehabt euch wohl. Ich habe drei lustige Spiele für euch. Überlegt euch gut, für welches ihr euch entscheidet. K. Rool's Quiz. Eine Münze bitte. Wie lautet der Name dieser Welt? Das hast du schon so oft gefragt. Das heißt natürlich Crappy-Reich. Sehr gut. Okay, jetzt geht's weiter. Wie heißt der alte Mann, der im Affenmuseum lebt? Du hast uns auch sogar schon gefragt, welche Weste der trägt. Das ist natürlich Beardy. Cranky natürlich. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Welcher dieser Gegner erscheint auch im Spiel Donkey Kong Country? Ja, hat man den ersten gespielt, weiß man, das ist Singer, die Wespe. Wow, alles richtig! Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, die Schloss-Challenge kostet... Zwei Münzen. Wie heißt der Schlosslevel, in dem der Boden steigt? Ach, der, wo man Drogen nimmt. Das ist natürlich Schraubzwing oder K-Rools Quetschkiste, genau. K-Rools Opiumhöhle namens Quetschkiste. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Auf wie vielen tierischen Helfern könnt ihr in diesem Spiel reiten? So, schon wieder Sachen, die man zählen soll, sinnloserweise. Es sind natürlich 12. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Wie heißt der fliegende Geistermantel-Kremling, der Gegenstände nach euch wirft? Ich bin da ja immer für Flapper. Black Jacket. Das ist auch sehr gut. Wir haben heute einen Gewinner. Black Jacket ist sein Name. Ja, aber es war natürlich der mit K anfängt.
3 Münzen für Big Ape Bounty. Wie heißt euer Freund, die Spinne? Spinner! 8 Auge. Ein Gutsquitter. Gute Antwort. Weiter geht's. Nee, nicht gute Antwort, ne? Spinner, wie viele Schreibtische stehen in der Kong-Schule? Na, habt ihr spioniert? Ist das? 5. Hey, das war ja richtig clever. Gut spioniert. Aufgepasst. Die nächste Frage. Vor allem, die liest immer von seiner Hand. Wie viele verschiedene Gegner gibt es in diesem Spiel? Das steht alles auf meiner Hand. Mhm. 1200. Super gemacht. Hier ist der wohlverdiente Preis. So. Jetzt sagt er uns, wir können immer gern wiederkommen, aber wir kommen nicht wieder, ne? Wir haben ihn geschröpft vollkommen. Er hat nichts mehr uns zu bieten. Wir haben ihn ausgenommen. Ja, seine Sendung ist im Ruin. Ha. Haben wir dann auch den Partner wieder? Call of Duty. Du programmierst mir das morgen Spiel! Morgen ist die wichtigste Game-Sendung der Welt! Game Plus! Morgen ist das Spiel fertig! Und es sieht besser aus als Call of Duty! Ja, okay. Mit mehr Action! Ja. Und Grafik! Ja, oh nein.